SWR 2 Tandem Hörer live. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Roland Wagner. Ich sage Ihnen schon mal unsere Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 07221 2000. Da können Sie uns anrufen und mitdiskutieren. Unser Thema heute, unser Trinkwasser, Nahrungsmittel oder Ware. Wie frei soll der Zugang zu Trinkwasser sein? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, Trinkwasser, ist das eher sowas wie Strom, das man privatisieren kann und es funktioniert auch? Oder ist es Wasser und damit Lebenselixier, quasi was Heiliges, was schützenswert ist und was auf keinen Fall in private Hände gelangen sollte? Wir sind gespannt, wie Sie darüber denken. 07221 2000 ist die Telefonnummer, da können Sie uns anrufen. Oder aber Sie können auch im Internet mitmachen, www.swr2.de. Da finden Sie vorne drauf uns, unsere Sendung hier, Hörer live, und dann einen Link zu einem Formular. Und da können Sie auch reinschreiben, wenn Sie uns nicht anrufen wollen. Wobei uns das aber eigentlich lieber ist, die Leute hier am Telefon 07221 2000. Wir haben auch wie immer einen Experten heute. Ich würde sagen, in dem Fall ist es nicht nur ein Wasserexperte, sondern ein Trinkwasserexperte. Da lächelt er auch schon spontan. Wolfgang Deinlein, guten Abend. Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Wie würden Sie eigentlich Ihre Beziehung zum Wasser beschreiben? Jetzt erstmal beruflich. Okay, erst einmal beruflich. Also, ich bin bei den Stadtwerken Karlsruhe in der Abteilung Qualitätssicherung Trinkwasser tätig. Das ist ja die Stelle, wo ich immer hin wollte. Und dort bin ich verantwortlich eben für die Sicherung der Qualität. Es gibt verschiedene Aufgabengebiete, die ich da habe. Ursprünglich ist es eigentlich, dass ich da Grundwassermodelle aufgebaut habe und anwende. Also ein Grundwassermodell rechnet am Computer nach, wie die Grundwasserströmung ist, und das Karlsruher Trinkwasser wird ausschließlich aus dem Grundwasser gewonnen. Von daher ist es natürlich wichtig, dann zu wissen, wo das Grundwasser genau strömt, das aus den Brunnen gezogen wird. Mhm. Ein Grundwasserexperte sind Sie sozusagen. Exakt. Genau. Und Sie sind dem Thema Wasser aber auch politisch auf den Grund gegangen. Heute Vormittag haben wir in unserem Vormittagsfeature hier in SWR 2 Tandem erfahren, wie Sie mit anderen weit über 1 Million Menschen versammelt haben gegen eine EU-Richtlinie zur, jetzt muss ich zitieren, Privatisierung und Konzessionsregelung. Was war denn da Ihre Befürchtung, das Trinkwasser betreffend? Ja, also ich war es natürlich nicht allein, also das möchte ich schon mal klarstellen. So, und es ging auch nicht direkt um Privatisierung, sondern um eine Marktöffnung. Also meine Befürchtung war die, dass Wasser herabgestuft wird von einem geschützten Gut in unser aller Hand, sage ich einfach. Das ist es nämlich in Deutschland, herabgestuft zu einer allgemeinen schnöden Handelsware, sage ich einfach mal genauso. Und mit dieser Herabstufung einhergeht eben eine Marktöffnung, sollte einhergehen. Und wenn der Markt geöffnet wird, dann kommen eben auch private Versorgungsdienstleister in den Markt hinein. Und was bei Privatisierung von Wasserversorgungen schon passiert ist, da gibt's schon ganz, ganz bittere Erfahrungen von ganz vielen Kommunen und Städten und Gemeinden in Europa zum Beispiel. Und das wollte ich mir und auf jeden Fall dem Wasser ersparen und mein Möglichstes geben, dass das nicht eintritt. Aber gibt es nicht in Deutschland auch kommunale Wasserversorger, die teilweise zum 75% zum Beispiel in der Hand von privaten Investoren sind? Genau, also ich bin ja bei den Stadtwerken Karlsruhe tätig und die Stadtwerke Karlsruhe sind zu 20% in der Hand der INBW, aber eben zu 80% in der Hand der Kommune, also der Stadt Karlsruhe, und von daher bestimmt die Stadt Karlsruhe. Aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, wo mehrheitlich privater Besitz ist. Aber das ist jetzt eher selten. Es gibt es in Ostdeutschland vielleicht, aber jetzt in den historisch gewachsenen Trinkwasserversorgungen nicht so. Also Ihre Befürchtung war jedenfalls, dass das nicht gut geht, wenn das in private Hand gerät und genau. kommt. Genau, ich kann gerne ausführen, was die Befürchtungen sind. Das machen wir gleich noch ausführlich. Ich wollte gerade nochmal darauf hinweisen, das war ja auch Thema in einem Film, Water Makes Money heißt der, der ja gerade jetzt um 19.30 Uhr auch in Reutlingen gezeigt wird. Und da ist ja jemand dabei, eine Frau, die auch Weggefährtin von Ihnen war. Weggefährtin, das ist anmaßend, aber eine ganz große Heldin für mich, Frau Heide Rühle, die ich an dieser Stelle nochmal ganz explizit erwähnen wollte. Das habe ich heute Vormittag in der Sendung leider nicht getan. Die ist heute Abend in Reutlingen und wohnt der Filmvorführung Water Makes Money bei und ist nachher auch als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Das ist eine für mich ganz große Heldin. Die hat es tatsächlich auch, ja, sie sitzt im Europäischen Parlament seit etlichen Jahren und ist dort eine der ganz wichtigen Personen immer gewesen, die
verschiedenen Vorstöße in Sachen Privatisierung verhindert hat oder eben mitgewirkt hat an der Verhinderung. 2001 zum Beispiel von Wolkenstein ein Vorstoß und ja, jetzt eben 2013 der jüngste zur der Konzessionsrichtlinie. Und Heidi Rühle hat es tatsächlich geschafft, das ganze Verfahren aufzuhalten, sodass letztlich auch Right to Water, diese europäische Bürgerinitiative, dann auch sich entfalten konnte und hat im Laufe des Verfahrens 250 Änderungsanträge geschrieben und hat das Ganze dann erheblich verzögert. Von daher, eigentlich sollte das Ganze schon 2012 verabschiedet sein. Und eigentlich schon durch sein. Sie ist ja Europaparlamentarierin, die Heidi Rühle, und Sie sind aber jetzt mehr oder weniger ein Privatmann. Genau. Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, da mal loszulegen? Genau, ich bin ein Niemand in der Hinsicht. mich hat meine besondere Verbindung zum Wasser einfach bewogen. Also Wasser ist mir eine Herzensangelegenheit, wenn man das so sagen darf. Und als ich dann ursprünglich bin ich auf das Thema gestoßen durch diese europäische Bürgerinitiative Right to Water, die zum Inhalt hat, dass Wasser als Menschenrecht auch von der EU anerkannt wird, aber auch, dass den Liberalisierungsvorstößen endlich ein Riegel vorgeschoben wird. Es gibt Untersuchungen in Deutschland, über 80%, Umfragen über 80% dagegen, dass Wasser in die Hände von Privaten gelangt, aber nichtsdestotrotz wird es immer wieder versucht, das zu privatisieren. Und diese Europäische Bürgerinitiative soll das eben einen grundsätzlichen Riegel vorschieben. Diese Europäische Bürgerinitiative ist ja ein relativ junges Instrument. Da gibt's auch ein Quorum, glaube ich, 1 Million Stimmen müssen erreicht werden, aber dann gibt's noch so einen qualifizierten Aspekt, also da muss auch in mindestens 7 Ländern eine bestimmte Stimmenzahl erreicht werden. Ist die auch schon erreicht? Genau, die ist erreicht in sage und schreibe 12 Ländern inzwischen. In Deutschland, in Österreich, in Belgien, in den Niederlanden, in Luxemburg, in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Litauen, in Finnland, in Slowenien, in der Slowakei und das war's, glaube ich. Das bin ich auch beeindruckt. Okay. Also man merkt, Sie sind da tief drin. Hätten Sie gedacht, dass dass diese Initiative mal 1,4 Millionen Stimmen, 1,7 sogar schon, dass sich versammeln könnte? Ich habe lustigerweise es am Anfang mir als hoffnungsvolles Ziel vorgegeben, weil es ist eine ganz große Fehlerquelle drin. Dann habe ich mir gedacht, also 1 Million, wenn erreicht wird, das reicht nicht. Das sind ganz bestimmt ganz viele, die den Zweitnamen nicht mehr dazu geschrieben haben, die das Geburtsdatum nicht angeben wollten oder den Geburtsort vergessen haben. Das war ganz viele Fehlerquellen drin, oder doppelt abstimmen vielleicht auch. Von daher habe ich gedacht, man braucht 1,7 Stimmen. Also das war mein ursprünglicher Ansatz Anfang Dezember, als es so bei so 40.000 Unterschriften dahin gedümpelt ist, diese Initiative. Was haben Sie denn jetzt persönlich selbst dafür getan, um quasi diese Initiative und das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen? Also der erste Ansatz war, das habe ich natürlich nicht allein gemacht, aber schon auch mit die Stadtwerke Karlsruhe zu einer ganz klaren Position zu bringen, weil in Deutschland hat eigentlich jetzt von Seiten der direkt betroffenen Wasserversorgungsunternehmen eigentlich sich jetzt niemand hingestellt und gesagt, hallo, hier wird das Recht der Kommunen beschnitten, die Wasserversorgung in der eigenen Hand zu haben und selbst zu betreiben, sondern es muss jetzt ein europäisches Vergaberecht dem übergestülpt werden, was sozusagen die Kontrolle entzieht. Man muss sich dann diesen Vergaberegelungen unterordnen und die sind auch so ausgelegt gewesen, dass da für die neuen privaten Mitbietenden Rechtssicherheit hergestellt werden sollte. Also für mich heißt das dann auf Deutsch Einklagbarkeit. Und von daher war es für mich ganz wichtig eben, dass die Stadtwerke Klasse... Ja, aber auch nachvollziehbare Kriterien. Die Einklagbarkeit sollte auf jeden Fall, oder die Rechtssicherheit sollte auf jeden Fall auch beinhalten, dass die lokalen Vorteile, dass man eben schon Expertise hat und vor Ort die Wasserversorgung betrieben hat, eben nicht gelten sollen. Also dass damit die neuen Markteinsteigenden dann auch gleiche Chancen und Nichtdiskriminierung garantiert werden kann, sozusagen. Mhm. So nennt sich das dann. Ja, von daher... Was waren denn so Ihre Schritte, die Sie dann unternommen haben? Genau, da waren wir gerade. Ja, also ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so anmaßend rüberkomme, aber ja, es war eben wichtig, dass die Stadtwerke Karlsruhe einen klaren Aufruf machen gegen diese Konzessionsrichtlinie und für Right to Water, um eben diese Bürgerinitiative nach vorne zu bringen. Gleichzeitig, das war dann, es gab noch diese Monitorsendung vom 13.12., die Positionierung der Stadtwerke war am 21.12. und damit war dann schon mal ein ganz
große Vereinfachung geben, dass man nicht alles von null erklären musste, sondern einfach auf diese zwei Links verweisen, weil in dieser Monitorsendung Geheimoperation Wasser, wie die EU-Kommission Wasser zur Handelsware machen will, hieß das vom 13.12., ganz tolle Sendung. Damit war dann schon mal eine Vereinfachung möglich, um die Thematik einfach zu verbreiten. Daraufhin, was war noch alles? Ich habe mir dann was ganz Verrücktes gemacht für Außenstehende. Das war ganz, ganz viel. Also ich habe erstmal einen Brief besorgter Bürgerinnen und Bürger zusammen mit drei Freunden und Kollegen und Kolleginnen geschrieben und den an den europäischen Bürgerbeauftragten, den Ombudsmann, geschickt. Den wollte ich dann eigentlich ja auch in die Presse, in der Presse einen Platz erzwingen sozusagen, indem ich eine Anzeige schalten wollte. Hat sich dann ganz anders ergeben. Einer wollte das nicht. Von daher habe ich dann ganz allein einen Aufruf für Right to Water und ein Plädoyer für den Erhalt der aktuellen Wasserversorgung in Deutschland in die Süddeutsche Zeitung vom 26. Januar gestellt. Eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung und das an einer relativ prominenten Stelle. Ich glaube, auf Seite 7 war das, oder? Ja, das war dann sozusagen ein Entgegenkommen der Süddeutschen. Ich wollte das eigentlich ganz anders. Ich wollte das eigentlich, mir war nicht klar, wieso darüber nicht berichtet wurde. Bis dahin war nichts zu lesen in den Zeitungen. Das Thema ist ein bisschen untergegangen, ne? Also vorher war gar eine gespenstische Stille, die mir nicht klar war, woran es lag. Egal, auf jeden Fall wollte ich dann eben, indem ich dann diese Anzeige sozusagen auf der einen Seite schalten wollte, auf der anderen Seite wollte ich dann Kontakt aufnehmen zur Redaktion Süddeutsche Zeitung und denen das ganze Thema in der Tiefe vermitteln und dass es durchaus auch ein Thema ist, das auch die Bürger sicherlich anspricht und bewegt, den vermitteln und dann letztendlich eigentlich gar nichts groß zahlen für diese Anzeige. Das hat die Süddeutsche hat dann abgelehnt, die hat es dann irgendwie rausgelöscht und hat so getan, als ob ich dann nie Kontakt mit der Redaktion aufgenommen hätte, was ich irgendwie relativ schwach fand. Und letztlich bin ich dann deswegen drauf sitzen geblieben, auf diesen 37.000 Euro. 37.000 Euro, Moment. Heute vor Montag hatten wir ja schon in dem Video mal gehört, was eigentlich in dieser Anzeige drin stand. Und das hören wir uns jetzt an. Da steht nun auf Seite 7 die Anzeige mit folgendem Text. Anzeige für www.righttowater.eu/de. Dies ist ein Plädoyer für den Erhalt der historisch gewachsenen, bewährten, geschätzten öffentlich-rechtlichen Struktur der deutschen Trinkwasserversorgung sowie gegen die geplante EU-Konzessionsrichtlinie. Wasser sei weiterhin ein öffentliches Gut, Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Kosten der Anzeige 37.000 Euro. Und veröffentlicht in der größten überregionalen Tageszeitung in Deutschland. Wir sprechen mit Wolfgang Deinlein in der Sendung SWR 2 Tandem. Er hat diese Anzeige geschaltet und unser Thema hier in Hörer Live, und Sie können mitmachen, ist unser Trinkwasser, Nahrungsmittel oder Ware, wie frei soll der Zugang zu Trinkwasser sein? Rufen Sie uns an, 07221 2000 ist die Telefonnummer. Sie können bei uns mitdiskutieren. Nochmal ganz kurz, wie waren so die Reaktionen, die dann darauf kamen? Ich meine, in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 7, da müsste ja schon was gekommen sein, oder? Meine Lieblingsreaktion, sage ich mal, etwas zynisch, ist die eines einem Herrn von der Bundesnetzagentur oder dem Landeskartellamt, kann es nicht genau wiedergeben, der behauptet hätte, dass die Stadtwerke Karlsruhe das letztlich finanziert haben und mich dann und sich dahinter meinen Namen versteckt haben und Gebühren oder Einnahmen aus der öffentlichen, sozusagen Einnahmen aus Wasserverkauf dafür missbraucht hätten. Das fand ich ziemlich beachtlich. Ansonsten kamen Postkarten an bei mir. Aber es war vor allem auch dass ich eben wahrgenommen wurde von den Leuten, die da auch aktiv waren und von daher auch sehr leicht dann mich vernetzen konnte. Mhm. Also mit den wirklich den Menschen, die ich auch treffen wollte. Zum Netzwerken war es einfach total gut, um da so reinzukommen. Genau, ich wurde gesehen. Super, genau. Und jetzt wird einer gehört, nämlich unser erster Hörer hier in der Sendung. Ich begrüße Herrn Lessing. Woher rufen Sie uns an? Guten Abend. Schönen guten Tag. Ich rufe aus Nähe von Kassel an, aus Fritzlar, der kleinen Domstadt in der Nähe von Kassel. Wie schön. Ja, wie ist denn Ihre Meinung zum Trinkwasser?
Ja, also Privatisierung bedeutet eigentlich immer Profit. Das ist für uns eigentlich negativ, weil die Anlagenbewartung ist zum Beispiel dann bestimmt minimal und minimalistisch. Hier kann nicht sichergestellt werden, ob die Trinkwasserqualität dann fortlaufend so hochwertig ist, wie wir sie eigentlich gerade haben. Dann als Politologe muss ich sagen, die Erpressbarkeit ist vielleicht eben, wenn eine Firma privat Rechte hat oder das Wasser einfach sperren kann, wenn es mag. Und deswegen bin ich erstmal so dagegen. Ich komme aus der Nähe von Bad Wildung am Kurort mit vielen Naturquellen. Will man die dann dicht machen, Wasser dann erst verkaufen, weil wir uns frei bedienen können. Ist also Naturrecht eigentlich, wie vorher schon der Bericht sagt. Aber Herr Lessing, ist es nicht so, dass wenn ein Kunde jetzt bei den kommunalen Wasserwerken seine Rechnung nicht zahlt, dass er dann auch eben das Wasser abgestellt bekommt? Da herrscht ja ein gewisser Vertrag. Es geht ja mehr darum, dass da eine Kommune mehr bürgerorientiert ist und eher weniger profitorientiert ist. Entstehen ja gewisse Kosten für die Wasseraufbereitung, Zurechtstellung und auch die Lieferung des Wassers über den Wasserhahn. Hat ja gewisse Nutzwerte mit der Bezahlung dafür. Das, denke ich mal, ist eine andere Sache dabei. Mhm. Herr Dannen, was sagen Sie? Sie kennen ja die andere Seite, Wasseraufbereitung. Was für ein Aufwand steckt da eigentlich dahinter? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Wasserressourcen vor Ort beschaffen sind. Also ich kann jetzt eigentlich in erster Linie für Karlsruhe sprechen. Da ist eines der größten Grundwasservorkommen in Europa. Das Wasser muss nur naturnah aufbereitet werden, sprich belüftet und anschließend die Eisen- und Manganflocken rausgefiltert werden. Das ist ziemlich simpel und relativ einfach. Das könnte doch ein Privater auch. Natürlich könnte das ein Privater auch, klar. Die Privaten könnten das alles schon auch machen, klar. Die also ist dann die Befürchtung berechtigt, dass da quasi die Qualität nachlässt, weil nicht genügend investiert wird in die Qualität? Natürlich. Also ein Privater hat halt eine vierteljährliche Renditeerwartung im Nacken, die auch der entsprochen werden muss. Von daher ist dann die Blickrichtung eine andere als jetzt eine Kommune, die eine historisch aufgebaute Wasserversorgung hat, die auch mit einem langfristigen Blick dann in die Investitionen auch entsprechend behandelt wird. Mhm. Herr Lessing, sind Sie noch da? Ja, ich höre zu. Ja, genau. Das wäre so auch quasi Ihr Gefühl, dass da dann die Qualität quasi nachlässt, so mit der Zeit. Ja, es ist parallel. Ich habe 20 Jahre in der Bundeswehr gedient. Da wurden zum Beispiel bei Hubschraubern ab einer gewissen Stundenzahl Teile ausgetauscht. Nicht, weil sie hochgradig verschlissen waren, sondern weil es einen gewissen Wartungsintervall folgte. Ähnlich ist es, wenn ich mich nicht irre, auch bei Wasseranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen, dass dort gleichbleiben eine stets extrem hohe Qualität, weil ja wirklich Wasser wichtig ist, gewährleistet ist und es, wie gesagt, gegen das Profitdenken, oder es war anders formuliert jetzt, entgegenwirkt. Das kann eigentlich nicht funktionieren, meines Erachtens. Und halt die Gefahr, die ich immer sehe, dass wenn jemand privat da dran ist, auch die Hand darüber halten kann oder gar dort querschlagen kann, wie wir es ja teilweise in manchen vielleicht anderen Ländern sehen, wo Wasser ja schon ein Machtfaktor gegenüber Öl sogar ist. Ja, Herr Lessing, vielen Dank für Ihren Anruf. Gerne doch. Und ich gebe mal weiter an Jutta Herzog. Sie hat uns angerufen und hat auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ja, im ersten Moment war ich verblüfft über Ihre Frage überhaupt, die Sie gestellt haben. Ich habe gedacht, mein Gott, ist das überhaupt eine Frage? Und ob Wasser privatisiert werden darf? Und dann habe ich sehr spontan angerufen und mir fiel dann während des Anrufs ein, ich habe mal gearbeitet als Auftragnehmerin. Ich bin Beraterin für einen Lebensmittelkonzern und leitete gerade einen Workshop auf der Vorstandsebene Deutschland. Und es wurde der Bericht über Geschäftsbericht in Auszügen zitiert. Und da gab es zwei Fakten, die mich so erschüttert haben, dass ich nie wieder für diesen Konzern gearbeitet habe. Der eine Fakt war die Aussage des CEO weltweit, dass solange wir nicht in Indien in jeder Straße einen unserer Automaten stehen haben, sind wir noch nicht an unserem Ziel. Und das die andere Aussage war ich kann das jetzt nicht mehr im Detail zitieren, aber über Trinkwasserquellenkäufe, die anstanden, weil es hieß, in den Jahren, in Zukunft wird viel, viel weniger zuckerhaltige Limonade, sondern viel, viel mehr Wasser gefragt sein. Und das waren so die Punkte, wo ich sagte, nee, nicht mehr für diesen Konzern. Was hat Sie daran so gestört? Das ist ja letztlich ein vernünftiges, geschäftsmäßiges Vorgehen ökonomisch, oder? Ja, sicherlich, aber ich stehe einfach nicht dahinter. Ich stehe nicht dahinter, dass man in Ländern wie Indien, wo die Menschen wirklich an der Armutsgrenze und dahinter leben, dass man da das Ziel hat, in jeder Straße einen Automaten aufzustellen, zum einen, und zum anderen stehe ich nicht dahinter, Wasser zu privatisieren. Wasser gehört in Hände, die damit wirklich allgemeingut orientiert umgehen. Und da ist natürlich die Frage, welche Hände sollten das sein? Wer tut das wirklich? Mhm.
Herr Deiner, Sie haben im Zuge Ihrer Kampagne ja auch mit vielen Menschen Kontakt gehabt. Ist dieses Grundgefühl, das gerade Frau Herzog schildert, eins, dem Sie da auch öfter begegnet sind? Wie so ein Bauchgefühl? Letztendlich schon, klar. Also wenn die in Indien halt das Wasser sich dann nicht leisten können, dann war es das halt. Also das ist dann schon eine Frage von Leben und Tod, ganz einfach. Mhm. Und Frau Herzog, Sie haben dann nicht mehr für den Konzern gearbeitet? Ich habe nicht mehr für den Konzern gearbeitet, richtig. Sehr konsequent. Ich war mit einem der Vorstände dort sehr wohl und man hat mich auch sehr gut behandelt, aber das ging nicht mehr. Mhm. Und ich habe es auch im Kollegenkreis sehr erklären müssen. Oder, ja, doch. Es war ein Gespräch. Und haben Sie auch von dieser Bürgerinitiative mitbekommen, Right to Water? Ehrlich gesagt, eben erst gerade, als ich Ihre Sendung begann zu hören. Vorher noch nicht. Ja. Vielen Dank, Frau Herzog, dass Sie uns angerufen haben. Ja, Herr Deiner? Ja, ich möchte unbedingt anmerken, Right to Water läuft noch online bis zum 9. September. Also bitte unterzeichnen unter www.righttowater.eu. Also Right to Water zusammen, aber das To als Ziffer 2. Righttowater.eu. Das Interessante ist, dass tatsächlich viele Menschen auch, die wie Frau Herzog ja aufgeklärt politisch denken und sogar in dem Fall danach handeln, dass die auch davon nichts mitbekommen haben. Wie erklären Sie sich das? Das ist eigentlich das Naheliegendste, weil in den Medien, dass wenn es überhaupt aufgetaucht ist, eigentlich sofort verrissen wurde, von wegen, dass Right to Water mit den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger Kapital, also daraus Profit geschlagen hat, indem die ganzen Ängste dann erweckt wurden und letztendlich mit der Konzessionsrichtlinie gar keine Privatisierung beabsichtigt gewesen wäre. Also kann man so nicht sagen, finde ich. Das ist einfach eine Falschdarstellung, aber ja, man hat es so gesagt und in jeder Erwähnung von Right to Water wurde eigentlich immer gesagt, dass sie ja letztendlich, dass das so Hirngespinste wären, dass es um Privatisierung ging, aber es ging gar nicht um Privatisierung, von daher wäre diese ganze Kampagne eigentlich eine Angstkampagne, die Substanz fehlt. Ich habe das Argument gehört, dass es im Grunde so ist, dass jetzt quasi, wenn es in der öffentlichen Hand bleibt, kommunale Besitzstandswahrer sind, also Bürgermeister, die quasi diese Konzession mehr oder weniger verdielen, wie es halt in den Kommunen so zugeht, man kennt sich, oder jemand, der ein wichtiger Industrieller ist in der Stadt, kriegt dann halt den Zuschlag. Kein wichtiger Industrieller in der Stadt. Also die Wasserversorgung ist in der öffentlichen Hand und die öffentliche Hand wird eben von den Kommunalparlamenten kontrolliert. Also das ist eine fast basisdemokratische Organisation, Struktur und wem das nicht passt, der kann ja gleich die Demokratie auflösen. Also das ist ja wohl das bürgernächste Modell, das ich mir jetzt erstmal vorstellen kann. Also in Karlsruhe wäre dann eben der Gemeinderat der Ansprechpartner, wenn einem an der Wasserversorgung was nicht passt und wenn da wirklich was im Argen liegt, dann kann man ja sich dann entsprechend zusammen organisieren und dann da eben entsprechend vorstellig werden. Von daher ist das ja schon in der demokratischen Kontrolle angesiedelt und es ist in der Bürgerhand, weil die Gemeindeparlamente ja die Bürger repräsentieren und das nur noch in einem ganz okayen Verhältnis. Wir haben den nächsten Hörer in der Leitung, Georg Rudiger. Woher rufen Sie uns an? Aus St. Georgen. Aus St. Georgen, aus dem Schwarzwald. Genau. Ja, da ist ja auch viel Wasser. Wie ist denn Ihre Einstellung dazu? Ja, also für mich ist das jetzt nicht prinzipiell eine Frage, ob das jetzt privat oder öffentlich ist, sondern es geht ja einfach in erster Linie um die Idee, die dahinter steht. Ob jetzt in erster Linie über Profit und Profilierung zählt oder halt Dienstleistung. Das ist ja eine Grundidee, gell? Und es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass jetzt eine staatliche Einrichtung immer eine bessere Dienstleister ist als eventuell jemand privater. Aber natürlich, andererseits, klar, beim heutigen Wirtschaftssystem, wo es eben oft sehr um Profilierung und Profit geht, ist das natürlich auch ziemlich kritisch zu bewerten dann. Also man muss da vorsichtig sein halt, denke ich. Ja, sehr interessant. Herr Deinlein, was sagen Sie dazu? Sie vertreten ja die Gegenseite. Letztlich nicht. Also ich muss sagen, also wenn es wirklich eine wirksame Kontrolle von den Privaten geben würde, könnten sie von mir aus auch irgendwie in den Markt rein und die Wasserversorgung mitbetreiben. Aber es gibt da keine effektive Kontrolle der Privatwirtschaft, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn dann, das hat man schon ganz oft gesehen, wenn dann irgendwelche Vertragsleistungen eben nicht erfüllt werden, dann wird eben die Rechtsabteilung geschickt und eben nicht der Mangel ausgeglichen. Also da läuft so einiges schief. Und wenn die Kontrolle eben, wenn der Staat in der Hinsicht sich so schwach aufstellt, dann darf so ein grundlegendes, natürliches Monopol, was die Trinkwasserversorgung ist, nicht aus der öffentlichen Hand gegeben werden. Herr Rudiger, was sagen Sie dazu? Ja,
Also dann kann ich natürlich nur zustimmen, gell? Das ist klar. Das Wichtige ist halt, dass in erster Linie mit rechten Dingen zugeht und dem Menschen gedient ist da damit. Und nicht jetzt eben irgendwelche Schludrigkeiten dann da eintreten oder so. Genau. Und das kann im schlechten öffentlichen Betrieb genauso sein wie im schlechten private, denke ich mal. Wichtig ist halt in erster Linie die Qualität und die Gewissenhaftigkeit. Aber warum sollte es jetzt nicht zum Beispiel so laufen, Herr Deinlein, wie bei der Stromversorgung? Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter und die meisten sind privat und das läuft. Genau, das ist eben dieses Stichwort, was ich gerade gesagt habe. Natürliches Monopol. Wasser ist sowieso ein Monopol, weil es macht keinen Sinn, zum einen zwei Wasserleitungen in eine Straße zu legen. Das wäre viel zu teuer. Und auf der anderen Seite kann man auch keine zwei verschiedenen Wässer in ein Netz schicken aus unterschiedlichen Stellen. Dann wird das ganze Netz angegriffen. Also von daher ist Wasser sowieso ein natürliches Monopol. Und die Frage ist eben, wer hat dieses Monopol in der Hand? Und das sollten doch eigentlich letztlich wir alle sein. Also da vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung, wenn man quasi zwei Wassersorten sozusagen aus verschiedenen Quellen mischt in einem Leitungssystem, kann es passieren, dass dadurch die Leitungen angegriffen werden. Das ist immer so. Also wenn man das mischt, Wasser innerhalb des Netzes, dann wird das Netz angegriffen und korrodiert und geht kaputt. Ja, dann bedanke ich mich bei Herrn Rudiger und viele Grüße nach St. Georgen. Und nach Stuttgart, oder? Wir wechseln in Baden-Baden. Und von St. Georgen machen wir jetzt eine geografische Linie über Baden-Baden in den Odenwald zu Daniel Schönwitz. Ja. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wagner. Wie ist Ihre Meinung? Meine Meinung ist die, erstmal muss ich sagen, es ist ein Löwe, der das gemacht hat. Also meine Gratulation. Richtig ist, dass das gar nicht verwechselbar ist mit Strom zu führen. Der Strom wurde später gefunden. Wasser wurde immer früher durch Herrschaft und so weiter, aber doch verwaltet. Verwaltet im Sinne, dass die Wasser brauchen, Wasser bekommen. Wir haben hier das Glück, mit Quellen versorgt zu sein, eigenen Quellen, die hier eben laufen. Wir haben Quellstuben und unsere Gemeinde, glaube ich, würde sich wirklich wehren, wenn es Menschen wären, die wüssten, wie es geht. Herr Deinlein hat es vorgemacht. Es ging unter, das stimmt. Ich habe das damals gehört und habe nachgehört und ein bisschen rumgeforscht. Ich habe allerdings kein Internet, das muss ich dazu sagen, nicht mehr. Ich mochte nicht zugemailt werden, das nur nebenbei. Aber ich weiß nur, diese ganze Geschichte würde laufen wie mit den Windrädern. Da wird bei uns Naturschutzgebiet schon seit ewigen Zeiten niedergemacht, sozusagen in der Planung. Das spielt keine Rolle, dass wir die roten Milane hier haben, die leben hier gern und so weiter. Die würden zermetzelt, das weiß man alles. Aber es wird weitergemacht. Es ist Geldgier dahinter. Und das, finde ich, ist bei Wasser fast ein Verbrechen, Geldgier im Vordergrund zu sehen. Die Gemeinden haben das, soweit es geht, glaube ich, ganz gut in der Hand. Und da kann man ja auch mal selber persönlich vorsprechen und sagen, was ist da los, wenn da was geändert werden sollte. Aber von Brüssel aus das zu richten, Brüssel hat schon viel kaputt gemacht, es muss nicht weitermachen. Ich finde, Herrn Deinlein ist genug zu danken, aber ich habe noch eine Bitte an Herrn Deinlein selbst. Wenn er bereit wäre, ein Konto zu nennen, wäre ich gerne bereit, einen Teil dazu beizutragen, dass er nicht auf dieser Summe hocken bleibt. Und ich finde, das hören Leute mit, die jetzt da teilnehmen. Die Dame vorhin, die sehr couragiert war, die große Achtung für mich also hervorgerufen hat. Solche Leute brauchen wir und die auch wissen, wann wir den Mund aufzumachen haben. Frau Schönwitz, das finde ich sehr schön. Würde ich jetzt ungern hier über Sender machen, aber wir können Sie ja privat miteinander verbinden. Sehr gerne. Dann können Sie sich da beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Sehr, sehr gern. Also nochmal mein Kompliment an Herrn Deinlein. Er hat es richtig gemacht. Aber ich glaube, ich habe was anderes mal gemacht wegen des braunen Bären mit der Süddeutschen und das ging besser. Das war die Politredaktion und die waren sehr aufmerksam und offen. Also ich weiß nicht, was da schief lief. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber nochmal Respekt vor der Dame, die da sich gemeldet hat, auch von den anderen. Und ich finde, Herr Deinlein hat ein Signal gesetzt. Jetzt ist er schon ganz rot, Frau Schönwitz. Jetzt müssen wir aufhören. vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Gerne. Genau, Herr Deinlein, wie geht's Ihnen jetzt? Als Löwe sind Sie ja bezeichnet worden. Also ich wollte mal auf einen Aspekt eingehen, den finde ich interessant, weil das ja, was ja so wirkt, ne? Brüssel mit dieser Richtlinienmacht, mit diesen Kompetenzen, mit den, man sagt ja oft Regelungswut, ich werde da ein bisschen vorsichtig, aber auf jeden Fall ist es so das Gefühl, da wird einem was übergestülpt und man kann eigentlich
eigentlich relativ wenig dagegen ausrichten, weil es ja so weit entfernt ist, also von der kommunalen Ebene über das Land, über den Bund und dann erst noch diese Kompetenzklippe sozusagen nach Brüssel. Da ist ja wenig für den einzelnen Bürger das Gefühl, da kann ich gar nichts gegen machen. Und jetzt kommen Sie und haben diese Europäische Bürgerinitiative mit unterstützt und mitgetragen. War das leicht oder wie hat das funktioniert? Wie war denn dieser politische Prozess? Das würde mich interessieren. Dieser politische, also für mich persönlich, da mich einzufinden in die Aktion. Und das mit zu unterstützen. Und ist das leicht gelaufen oder gab es da Schwierigkeiten? Es war relativ leicht, das hat sich alles so ergeben letztendlich, aber es war schon unglaublich anstrengend natürlich. Also ich habe ursprünglich im September Matthias Ladstätter getroffen, kennengelernt, der bei Verdi für Deutschland die Right to Water Kampagne macht und das hat sich relativ einfach ergeben und die anderen Schritte, die ja, es hat sich dann alles ergeben. Also ich habe da keinen Masterplan, was ich da machen wollte. Also es war auf der einen Seite unglaublich anstrengend. Ich habe oft gedacht, ich kann nicht mehr, aber auf der anderen Seite hat sich alles gefügt. Mhm. So. Haben Sie irgendwas gelernt über deutsche und europäische Politik, über den politischen Prozess? Allerdings, also ich möchte auf jeden Fall dazu fügen, dass die Bundesregierung diese Konzessionsrichtlinie von Anfang an eigentlich gut fand. Also auf jeden Fall das Wirtschaftsministerium und zum Kanzleramt kamen ähnliche Töne. Also von daher würde ich jetzt nicht da zur großen Wut auf Brüssel aufrufen. Also das war in Berlin nicht anders. Und was mir schon aufgefallen ist, ist, dass eben in der Medienberichterstattung eine gähnende, erschreckende Leere eben vorgeherrscht hat über ein Thema, was alle Leute sehr nahe geht und bewegt. Und das ist leider für mich dann schon die Quintessenz daraus, dass die wirklich wichtigen Sachen in den Zeitungen oft gar nicht auftauchen. Ja, vielleicht auch ein Problem mit dieser Richtlinie, in der ja Privatisierung und Konzessionsregelung stand, aber nicht das Wasser soll privatisiert werden, so ungefähr. Was genau. Ja immer noch Kritiker bestreiten, dass das jemals geplant war. Genau. Herr Barnier auch. Unterstellen Sie dem Herrn Barnier eigentlich da Absicht? Ist er da? Oh, da habe ich mir oft die Haare gerauft. Also auch die offizielle Webseite der EU-Kommission in Deutschland fand ich ein Unding. Also jeder Kommune steht es weiterhin frei, darüber zu entscheiden, wie die Wasserversorgung organisiert werden soll. Und gleichzeitig wird Karlsruhe zum Beispiel aufgrund der privaten Minderheitsbeteiligung in eine Ausschreibungspflicht gezwungen. Und also so hat es ausgeschaut. Und dazu ja in den Markt gedrängt. Also der Markt wird gewaltsam geöffnet und ich habe noch eine Einklagbarkeit hergestellt und dann zum Schluss sagt man ja, aber wir sagen ja nicht, dass dann die Privaten den Zuschlag erhalten, aber das ist natürlich sehr naheliegend, wenn man mit einem Dumpingangebot kommt. Also. Genau, ich habe gerade dazu, wie das wohl in diesen politischen Prozess eingedrungen ist, eine E-Mail bekommen von Matthias Adler. Er sagt, ich finde es empörend, aber auch symptomatisch, dass wirtschaftliche Interessen über Lobbys bis in höchste politische Gremien, seien sie national oder europäisch, getragen werden und dort auch verfangen. Wo man auch hinsieht, die Lobbys sind der Feind der Bürger. Gott sei Dank, dass hier beim Thema Wasser noch einmal die Notbremse gezogen werden konnte. Jetzt muss ich mal eine Lanze für die Lobbys brechen. Vertreten Sie nicht im Grunde auch eine Art Lobby? Ja, habe ich auch drauf geschrieben. Ich bin sozusagen ein Lobby von der Gegenseite, aber halt ohne Geld in dem Sinn. Also die ist ja, nicht so mächtig, ne? Also da ist schon viel Geld im Spiel natürlich. Also, und haben Sie das an diesem Machtkampf an irgendeiner Stelle auch gespürt, dass Ihnen da quasi Geldmittel fehlen oder gab es da gefährliche Situationen? Also natürlich in der Medienberichterstattung. Also das war das Einzige, was ich hinbekommen habe, ist diese Anzeige in der Süddeutschen sozusagen. Und gut, Herr Herbert Brandl hat dann auch ein flammendes Plädoyer in die gleiche Zeile, in die gleiche Ausgabe gesetzt. Das war das Einzige. Aber ansonsten, ich war immer wieder schockiert, was tatsächlich dann für eine Darstellung in den Medien dann vorgeherrscht hat. Also ganz viele Artikel, die darauf hinausliefen, von wegen, es wäre ein ganz großes Missverständnis und eine Angstkampagne der deutschen Wassermafia, da ist mir dann gar nichts mehr eingefallen und es würde mit den Ängsten der Bürger eine Kampagne geschürt, die letztlich ohne Inhalt wäre. Mhm. Und das waren viele Artikel. Also viel bei diesen Machtkämpfen drehen sich ja um die öffentliche Meinung, um die öffentliche Wahrnehmung, um Wahrheiten, die da quasi gemacht werden öffentlich. Sie haben vorhin diesen Film Right to Water, Water Makes Money erwähnt. Genau. Die haben das ja auch erlebt, diese Filmemacher, nicht? Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer Verdienst auch diese Filmemacher von Water Makes Money. Die haben auch schon Wasser unterm Hammer. Die haben diese Privatisierungs
Folgen schon oft dargestellt und auf den Punkt gebracht. Und jetzt gerade drehen sie einen neuen Film, Wer rettet wen? Da geht es um die Bankenrettungen, wo eigentlich welches Geld wie hinfließt. Das würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, diese Sendung Wer rettet wen? Mit Bindestrich dazwischen .org. Also die haben auch einen ganz großen Verdienst daran, dass eben die Folgen von Privatisierung im Wasserbereich überhaupt mal dargestellt wurden. Also üblicherweise lief es so ab, dass wie zum Beispiel London schlimme Erfahrungen gemacht wurden. Zum Schluss haben sie dann die Privaten zurückgezogen und die maroden Wassernetze mussten dann wieder auf Kosten der Steuerzahler wieder saniert werden. Also das war, da wurde auch nie eine öffentliche Diskussion darüber geführt, ob das denn nicht, ob man das in Zukunft verhindern kann. So, deswegen kommt jetzt das Gleiche wieder. Wir haben einen Hörer noch in der Leitung, Herrn Tolaikes, wenn ich das richtig lese. Guten Abend. Ja, guten Abend. Woher rufen Sie an? Ich wohne aus in Villingen. Schwenningen. Ja, der Schwarzwald ist gut vertreten heute. Ja, genau. Also ich meine, dem Mann sollte man ein Denkmal setzen. Die Tragweite seiner Leistung weltweit ist für uns noch gar nicht erfassbar. Ich finde es schäbig, dass noch niemand sich bereit erklärt hat, seine Kosten zu erstatten. Ich schlage deshalb vor, eine Kontonummer bekannt zu geben und jeder der 1,4 Millionen Unterzeichner sollte 10 Euro einzahlen. Das wäre immer noch zu wenig. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wenn sich solche Kämpfe einlassen, wie schwach sie sind und mit welchen Zweifeln sie an sich selbst zu kämpfen haben. Herr Tolaikes, ganz kurz, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich deinen Einsatz. Genau. Dankeschön. Es geht ja darum, für die sich später eingeschaltet haben, ich nehme an, Sie beziehen sich auf Herrn Deinlein und seine Anzeige, die er für 37.000 Euro auf eigene Kosten geschaltet hat. So ist es. Mhm. Ja. Das hat Sie beeindruckt, ja. Wow. Okay. Vielen Dank. Ich möchte dazu nicht sagen. Okay, und ich rechne gerade mal hoch, 1,7 Millionen mal 10 Euro, das wären 17 Millionen. Würden Sie das annehmen? Das spielt keine Rolle. Ich sagte weltweit. Weltweit, Ja, was ihr weltweit geleistet habt. Auch Afrika gehört dazu. Asien. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist beispielhaft. Ja. Leider nicht, ist leider nur in Europa. Also ja, ist ein Schrittmacher. Genau. Herr Tolaikes, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ja, und da sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. Herr Deinlein, wie geht's Ihnen jetzt so? Nachdem vor 3 Wochen ja der Herr Barnier gesagt hat, das Ding wird rausgenommen, das Wasser aus dieser Richtlinie, Gefahr vom Tisch? Puh, ich muss erstmal sagen, ich bin relativ gerührt über die positive Rückmeldung. Danke, danke, danke. Freut mich sehr. Jetzt mit der Richtlinie zurück zu Ihrer Frage. Barnier hat schon angekündigt, spätestens in 8 Jahren kommt der nächste Vorstoß. Ich weiß nicht, auf welcher anderen Ebene ein anderer Vorstoß auch möglich ist. Es gibt noch so eine Blueprint-Strategie, da wird auch schon gefordert, dass ein Handel mit Wasser, ein Leitlinien zum Wasserhandel etabliert werden in der Europäischen Union. Das ist wieder sowas. Man muss wirklich aufpassen, aus welcher Ecke der nächste Vorstoß kommt. Also das wäre naiv zu glauben, das war es jetzt. Aber trotzdem bin ich am Feiern nach wie vor. Innerlich ist es mir ein Fest, dass das gelungen ist. Anfangs war das ja alles so aussichtslos. Und ich habe erstmal 2 Wochen lang nur Sekt getrunken und Wasser natürlich. Und Wasser würde ich gerade sagen. Sie trinken ja eh recht viel Wasser. Genau, ich habe immer gesagt, ich bin der am meisten Wasser trinkt von allen, die ich kenne. Ich kann auch gerne mal mehr als 5 Liter trinken. Jetzt wissen wir auch, woher das Engagement kommt. Ne? Nicht nur, also es geht schon auch darum, dass ich auch Wasser gut anbieten möchte. Das tun Sie ja jetzt immerhin noch beruflich, wenn auch das Politische erstmal ruht. Und wenn die nächste Richtlinie im Anmarsch ist, dann nehme ich an, sind Sie wieder dabei, oder? Ich bin dabei, natürlich. Wolfgang Deinlein von den Wasserwerken in Karlsruhe, von den Stadtwerken, Wasserexperte, unser Trinkwasserexperte heute Abend hier in SWR 2 Tandem Hörerlei. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linsen, in der Technik Jean Hund. Vielen Dank an alle, die heute Abend angerufen haben. Es waren eine ganze Menge und sorry an alle auch, die nicht durchgekommen und nicht drangekommen sind. Hier in SWR 2 geht es jetzt weiter mit SWR 2 Alte Musik und der Frage Bachs brandenburgische Konzerte als Gesellschaftskritik.
SWR 2 Alte Musik gleich um 20.03 Uhr nach den Nachrichten. Mein Name ist Roland Wagner. Ich trinke jetzt erstmal ein Glas Wasser. Das schmeckt hier in Baden-Baden sehr lecker aus dem Hahn. Aber mein Studiogast Wolfgang Deinlein hat mir sogar Karlsruher Trinkwasser mitgebracht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.